Guten Morgen, liebe Leute. So, nach dem Katastrophentag gestern. Jetzt mal wieder ein ganz normaler. Ich bin im Laden. Solange ich von hier nicht weggehe, geht auch nichts schief. Ich glaube, das ist ja unglaublich. Jetzt haben wir heute Mittwoch, ne? Schreiben wir uns gleich mal auf. Und dann legen wir los mit dem Plattenreifen. Wie immer. Moin! Hab zu tun, keine Zeit! Gut! Leider! Ja, bis dann! Scheiße, da 4 Minuten 20. Ich ärgere mich immer noch über gestern, innerlich, so ein bisschen war. So, bin fertig mit dem Auftrag. Und dann meinte sie noch irgendwie mal drüber gucken, was da noch zu machen ist. Und das wird eine lange Liste, ey.
das Ding jetzt durch. Aber das wissen wir doch. Also. Schaltung hinten funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Aber das war's. Schaltung vorne funktioniert nicht, Licht funktioniert nicht, die Bremsen funktionieren nur bedingt. Also mehr ist ja auch nicht dran an dem Rad, ne? Oh ja, das will. So, der nächste Schrotthaufen steht hier auf dem Serviertablett. Tut mir leid, falls ihr solche Räder habt zu Hause, nehmt das nicht persönlich, ja, aber so wie die Dinger hier ankommen, das ist doch wirklich der letzte Husten. Und ich meine, ich bin kein Freund von diesen neuen Bombern irgendwie, wo alle dran ist, ey, wir haben eine Namen-Dynamo und dies und das und noch eine Federgabe mit oben drauf, wir packen eine Feder zur Sattelstütze. Ja, und wir sind so richtig geile Fahrräder und dabei sind es eigentlich richtige Schrotträder, aber ich meine, das ist alles so billig, am Ende kostet so ein Rad auch nur 500 Euro oder was, aber mit Federgabel, Namen-Dynamo und die Federter-Sattelstütze, das kann ja schon mal nicht funktionieren. Also, da kann ja keine Qualität drin stecken. Darüber macht sich ja keiner Gedanken so richtig, das wird einfach dann irgendwie angeboten und Hauptsache die Leute rufen das. Voll verblendet, lässt sich dann ihnen erzählen vom Pferd. Und dann irgendwie, oh, es klappert ja hier und da und dort. Naja, genau, was ist das? Fehler im Detail, so diese ganz kleinen Sachen. Stimmt ja nicht. So. Haben wir. Machen wir, das hier ist ein Check. Komplett einmal durchschicken. Hier ist Licht ab. Schraube lose, jetzt ist ja fast wie gefaked hier. Hier ist so vom Halter, das ist ab, das müssen wir auch festschrauben. Kleinigkeiten, fangen wir hinten an, hören vorne auf. Das muss eingestellt werden, das muss auch eingestellt werden. Ein bisschen eng. Ein bisschen eng. Na, die reagiert hier nicht mehr. Bremse hier vorne, die ist in der Seite, hier ist lahm. Gucken wir mal rum, weil wir mehr Spannung raufkriegen. Nö, das ist genau so eine lahm Fotze. Jetzt. Ja, schleift trotzdem. Blech schleift hier.
Das ist das scheiß echt, Alter, wirklich. Ach, der wurde schon gespannt bis zum Erbruch. Ne, das geht ja nicht mehr. Das ist schon locker bis zum Erbruch. Okay. Vorderrad ist im Arsch. Ja, da ist mal irgendwas passiert, was nicht so schön war. Läuft, aufgepumpt wird. Meinst du alles so weit, wie was im Scheck so vorgesehen ist? Aber eben Laufräder austauschen. So, hier jetzt müsste man das Laufrad austauschen tatsächlich, weil die Felge total verformt ist. Aber die ist schon nachzentriert worden, merkt man. Das ist schon nicht spannend auf der Seite, auf der sie gespannt werden müsste. Völlig überspannt. Und auf der anderen Seite extrem locker. Es hilft trotzdem nicht. Also, die ist derart deformiert, dass man sie tauschen muss. Ja, das mache ich natürlich nicht. Ich persönlich hasse ja Kappen. Sieht aus wie so ein Fake-Ding hier. Echt? Jetzt habe ich keinen schmalen Kabelbinder mehr hier, oder was? Original Fake. Mich von allem so ein bisschen was kaputt.
So, das haben wir alles eigentlich. Den hier eigentlich, der ist so unnütz. Weil der ist viel geilerer Ansprechverhalten vom Zug, wenn er hier unten lang läuft. Viel besser. Viel besser. Schöner drum machen. Genau. Jo, haben wir was noch? Come on.
Ach, Herrgott, ey, ey. Ich hab die Bremse eingestellt vor. Okay, haben wir. Was hat er jetzt gesagt? Schaltung. 2, 3, 4. Eine Lampe hier. Zack. Fertig.
Wundervoll. Wundervoll. Vorderrad muss getauscht werden. Das ist das, was rausgekommen ist. Mensch, 26 Minuten. Herrgott, ist ja furchtbar. Aber jetzt genau das Geld. Das sind genau die im Grunde genommen 25 Euro plus den 1 Euro für die Schraube, die da oben gefehlt hat. Das ist halt so bei so einem Durchcheck. Checken, ne? Ja. Schutzbleche, alle Bremsen neu eingestellt, nicht funktioniert wieder. Korb ist festgemacht, aufgepumpt ist, Kette ist gespannt, gefettet, Schaltung eingestellt. So, das gehört alles dazu. Hat kostet 25 Euro. Die Klingel funktioniert irgendwie, nicht wirklich. Werde ich ja anbieten, eine neue ranzumachen. Aber ansonsten ist eigentlich alles okay. Ja, Schrauben sind fest und so weiter. Also ist halt alles okay erstmal wieder. Jetzt ich nach oben und frühstücke. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute habe ich keine Zeit. Nein. So was? Aber wenn du sagst, heute hättest du Zeit, diese Zeit kurz einbauen. Und vielleicht hat ja dieser euer quirlige Alex sowas, wenn der so viel mit Holz der macht. Hat ja nichts. Das der ist ja sein Problem. Der hat ein Minirad. Aufsatz haben wir schon mal. Aha. Auch nochmal. Da passt das rein. Ah, cool. Tja, dann kann das gehen. Aber so kriege ich das doch nicht ins Vorfutter, oder? Natürlich. Sonst? Okay. Top. Papi, ich will bei einer Kuchen. Achso, ich dachte, das ist Frühstück. Eierkuchen ist ein Frühstück. Ein Papi. Hm? Ein kaltes Bambange. Ist schön. Papi. Hm? Das ist deine Schokolade. Mhm, Mamas. Heute ist also Fahrradcheckzeit. Oh Gott. Ja. Fahrrad einmal durchchecken, ne? Da kommen die Leute halt immer drauf, wenn irgendwas nicht stimmt am Rad. Ja? Mal gucken, was es bei diesem Rad ist. Also wir schauen uns dieses wundervolle Max Cycles hier mal genauer an. Modell Traffics. Die gute Dame hat es mir einfach in die Hand gedrückt vor dem Laden. Meinte, hier komm, kannst du das mal durchchecken, wir kennen uns ja, ich komme später wieder. Wunderbar, so liebe ich das, kurz angebunden. Keine Information, aber... Checken bitte. Machen wir. Ist überhaupt kein Thema. Nicht viel Blabla. Die Lampe vorne ist locker. Als erstes, natürlich alles, was locker ist, nervt. Ja? Lampe ist locker. Die machen wir fest. Dann dreht das Vorderrad offensichtlich nicht wirklich gut. Ja, das bremst ja total. Die Bremse auf der einen Seite versagt, beziehungsweise. Scheint so, als würde der Bremsbelag verklemmen. Dazu stellen wir die Bremse ein. Jetzt läuft sie wieder. Zieht auch vernünftig, das ist schon in Ordnung.
Man merkt, das ist ein gutes Material, das hier verbaut ist. Das bremst ganz anders, obwohl es eigentlich schon fast runter ist. Bremst es noch hervorragend. Weiter. Ist das Vorderrad fest drin? Ist es. Jetzt das Licht. Lampe ist ja fest wieder. Wir schalten an. Und leuchtet vorne. Aber es leuchtet nicht hinten. Warum leuchtet es nicht hinten? Wir gucken. Stecker raus. Sollte so einfach sein. Das wäre ja ideal. Stecker rein. Wir drehen. Leuchtet. Aufgabe auch erfüllt. Wieder zurück nach vorne. Die Bremse auf der anderen Seite. Die haben wir. Die Bremse auf der Seite. Der Zug zieht noch vernünftig. Ein bisschen nachgespannt werden müsste sie. Also spannen wir die Bremse ein bisschen nach, ziehen ein bisschen den Zug, straffen sozusagen alles ein bisschen. Damit es ein bisschen besser zieht. Schneller zieht, ein bisschen mehr Kraft da ist. Hallo? Hey. Hallo? Hi. Hallo. Can I use this? Yeah, sure. And also, I'd like to buy a small light. Do you have those lights? Not the very small ones, but... Gut, gespannt haben wir. Jetzt habe ich natürlich vorher gemacht, bin natürlich ein Trottel. Jetzt muss ich die Kette natürlich spannen. Ne? Also das ist ja, die hängt hier durch total. Ja, schwuppdiwupp sind wir schon hinten. Tretlager. Tretlager ist fest. Also straff, das läuft. Ständer ist fest. Die Kette muss gespannt werden. Hängt. Ja. Alles kein Thema. Machen wir. Lose drehen. Lose drehen. Und zurückziehen. Und straff. Und wieder festmachen. Läuft immer noch.
auch pumpen. Ist auf alle Fälle sinnvoll. You too, bye. Läuft. Jetzt wird die Kette gefettet. Ja. Ja, das ist in Ordnung. Ja, Korb ist fest. Kette ist gespannt, gefettet. Tretlagerständer werden jetzt trotzdem nochmal überprüft, ne? Also Tretkugel. Sehr gut. Oh.
aber eine locker. Sehr gut. Gut, jetzt habe ich Schaltungseinstellung, die Klingel, das ist schnell überprüft. Schaltungseinstellung ist eigentlich schnell überprüft. In Gang 4 schalten, ist ein 8-Gang. Sollten die zwei Striche übereinstimmen, das tun sie. Mehr kann man da jetzt gar nicht machen. Zack. Tja, jetzt weiß ich gar nicht, wie weit jetzt dieser Heck drauf ist. Scheiße. Mann, ey, also wirklich. Ich dachte, ich hätte es aufgenommen. Ich habe gerade einen Check aufgenommen. Ich hoffe, der ist drauf. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann kommt der nächste dran. Jetzt ziehe ich nach oben und wickel meine Tochter. Bald muss sein. Marlies ist nicht da. Die ist jetzt gerade mit Lumen wieder unterwegs bei der Ergotherapie. Es sind ja immer Termine, die sie trotzdem wahrnehmen müssen und so, wo sie immer hin müssen. Marlies ist ja krank, also. Aber ich muss eigentlich im Laden sein und gleichzeitig aber auch, jetzt wo Ferien sind, ein bisschen mich um die Kinder kümmern. Das ist alles so ein bisschen viel gerade. Aber so ist es. Gut, bin gleich wieder da. Individuelle Lichtlösung. Oh, hier ist auch schon kaputt, leider. Kette müsste mal gespannt werden. Mach ich mal nebenbei. Ständer. Der ist abgebrochen, weil versucht wurde, zurückzubiegen. Wenn die einmal verbogen sind, dann... Ja. Bei Guss kann man nicht biegen. Ja, Guss kann man einfach nicht biegen. Wenn es einmal verbogen ist, ist es verbogen. Da muss man... Na, sag mal, da muss man austauschen. Zurückbiegen ist nicht. Die Ständermontage hier ist ja recht simpel. Recht einfach. Das Einzige, was ein bisschen. Also Schraube auf, Schraube ran. Das Einzige, was ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, ist dann das Ablegen. Das wird da ja ein bisschen entgraten. Und jetzt spanne ich noch die Kette. Sehr gut.
Jetzt müssen wir nur noch den Ständer ablegen. Wobei, wie gesagt, das Ablegen selbst ist auch nicht so schwer. Das kommt jetzt noch. Das entgraten. Perfekt. Schön. Schauen wir mal. Gerade musste ich den Auftrag ablehnen. Vielmehr wegen Unwirtschaftlichkeit absagen. Oder auf die Unwirtschaftlichkeit des Auftrages aufmerksam machen. Ganz billiges Single-Speed-Rad. Wollte es repariert haben. Die Laufräder kaputt, beide. Etliche Speichen rausgebrochen, billigster Laufradsatz drin. Ich sage, na, so einen billigen Laufradsatz kann ich dir ja nicht bestellen. Das musst du mal selber machen über Internet, weil das ist mir ja zuwider. Wenn ich den bestelle, muss ich ja für das Material haften, sozusagen. Also dann bin ich ja dafür verantwortlich, was ich da verbaue. Ist mir lieber, die bestellen das. Ich baue es ein, also Einbau 25 Euro, sage ich. Aber das, was ich dir bestellen und einbauen würde, kostet 220 bis 250 Euro insgesamt dann mit Einbau. Ungefähr. Oh ja, sagt er, nee, na, das geht natürlich nicht, weil das ganze Rad hat sie nur 200 Euro bezahlt. Ja. War zwar gebraucht, aber sie meinte, na, viel mehr kann das neue ohne gekostet haben, vielleicht 350 oder so. Ja. Gut, das warte jetzt erstmal auf den Keller, jetzt bin ich wieder oben und oben gibt es Essen, sagt meine Frau. Meine Frau ist wieder zurück. Mal gucken. Ja. Jetzt rennen ins Chaos. Oh, komm, rennen. Du musst viel die Beine heben hier und über alle drüber weggucken. Und wenn du dich nächste Mal ankündigst, räumt Marlies auch auf. Carsten. Meinte so, ja, studiere Jura. So, das war so, dachte ich so, eine Juristin, wollte ich schon sagen, dann musst du aber wissen, was Recht und Unrecht ist. Was mein und dein ist, oder was Recht und Unrecht ist. Also das sind so die Grundvoraussetzungen. Aber ich habe mir gedacht, nee, halt, sag nichts, alles gut. Dann habe ich den Preis, meinte ich so, na, die Mappe kostet aber 2000 Euro, meinte ich dann. Und dann guckt sie mich so an. Okay. So. Dann hat sie das andere Ding genommen, ist gegangen. Das ist echt. Gott, die sind alle verstrahlt. Kannst du nicht mal bitte ändern hier? Ich muss jetzt losgehen. Der will jetzt irgendwas anderes noch von mir haben. Ja, dann wusste ich auch, weiß man nicht. Dann habe ich überlegt, ob die wohl Jura studiert hat. Oder ist es einfach so, weil das machen momentan ganz viele, dass die sich irgendwie, wie nennt man das? Titel aneignen. So eine geborgte Leiter nennt man das.
Also so, ja, ich bin Journalist. Ich bin. Ja, bin ich ja auch. Ich habe ja ohne Kamera hier. Ja, ich bin auch Journalist. Und tagesformabhängig bei mir. Weil ich werde früh morgens wach und überlege mir einfach, was bin ich heute? Lokomotivführer oder genau. Pilot? Heute bin ich. Wo ist mein Remover-Koffer? Nein. Jim! So, und dann brauchst du noch den. Ich kann es mir ja wirklich aussuchen, weil ich habe eine Hermes-Jacke, ne? Was habe ich denn noch? Marlies, zähl bitte auf, was die stört in der Kleiderkammer. Ja, wir haben eine Hermes-Paketshop-Jacke. Ja. Dann haben wir. Also Hermes-Bote? Hermes-Bote? Polizeijacke? Polizei? Du kannst auch Gangmitglied mit der Kutte. Mit der Kutte bin ich Gangmitglied, genau. Was noch? Gibt so viele Sachen. Ich habe noch mehr. Erinnere dich. Bis ja nicht mehr. Aber Deutsche Post habe ich auch auf alle Fälle. Sollte ich zahlungspflichtig bestellen? Zahlungspflichtig nicht. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Muss man noch zahlungspflichtig bestellen? Muss man nicht zahlungspflichtig bestellen. Na, über PayPal, ne? Ja, du warst ja schon mal bei PayPal eingeloggt. Achso, ja, dann musst du zahlungspflichtig bestellen. Ja, geht. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Sie sind jetzt 500 Euro, Herr Mann. Hier, ich habe ein paar Fotos für dich. Piktografisches. Oder so. Schick. Tröschig. Andranchik. Dein Ohrenmeister. Der Sieger einer Flandern-Rundfahrt. Steht jetzt gerade nicht drauf, aber wird schon so sein. Geil, wie sie Räder so übereinander geschmissen haben. Ja. Die Schnellreparaturplatte, Flixset, schön. Aber das hier finde ich viel geiler. Da muss ich, das kann eine richtige Granate sein, wenn ich wüsste, wer die Fotos gemacht hat. Werbefotos. Na, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Oh, ist das ein Chaos hier, ey. So. Das macht mir auch keinen Spaß, weil ich komme nicht voran. Es wird noch immer schlimmer. Die Kinder machen nur wirklich richtig Schweinerei. Warum macht ihr so Schweinerei? Das ist nicht gut. Ich mach Feierabend. Hab heute gar nichts gemacht. Das ist ja wohl der langweiligste Vlog ever. Heute. Dafür haben wir einen Film geguckt zwischendurch, ja. Zwei. Jetzt kommt noch ein dritter hinterher. Und dann ist Feierabend. Und dann sehen wir uns morgen. Im aufregenden Leben von Tommy, wo nichts passiert, nur das Chaos herrscht, alles langweilig ist. Oh, da ist was runtergefallen. Ja, wie heute schon 100 Mal. Ausgezogen bin ich übrigens hier. Ja, hier. Er gibt von mir keine DVDs mehr hier, weil ich satt habe. Ich habe jetzt satt. Also macht es gut. Bis morgen. Also bis dann. Ciao.